Hi liebe iPhone Tricks Fans, ihr habt das Problem, dass seit iOS 8 bei bestimmten Apps und Funktionen eure Tastatur verschwindet oder nicht angezeigt wird? Dann ist die erste Frage, welche Tastatur ihr verwendet. Denn mit iOS 8 hat Apple Drittanbietern die Möglichkeit gegeben, eigene Tastaturen zu kreieren. Drittanbieter wie zum Beispiel Swipe oder SwiftKey haben eine sehr hohe Beliebtheit und wurden schon sehr häufig gedownloadet. Leider sind diese Tastaturen noch etwas häufiger von Fehlern und Problemen betroffen als natürlich die Standard-Apple-Tastatur. Dazu gehört das, wie am Anfang erwähnte Phänomen, dass Tastaturen, obwohl man gerade eine Eingabe machen soll oder muss, nicht angezeigt werden oder sie auf einmal verschwinden. Aus eigener Erfahrung und auch von den Erfahrungen von Usern passiert das recht häufig im Safari-Browser oder bei der Spotlight-Suche. Aber auch sowas wie bei Erinnerungen und Notizen kann dieser Fehler häufiger auftreten. Natürlich kann dieser Fehler auch bei iOS-Tastaturen auftreten. Das heißt nicht, dass wenn ihr die Standard-Tastatur verwendet, die Probleme oder Fehler habt. Doch bei den Drittanbietern ist dies eindeutig häufiger der Fall. Falls euch also mal die Tastatur verschwinden soll, gibt es folgende drei Lösungsvorschläge, die wir euch mitgeben können. Die erste Möglichkeit ist es, euer iPhone einfach zu resetten. Drückt einfach den Home-Button und den Power-Button so lange, bis das iPhone neu startet. Habt dabei keine Angst, dass Daten verloren gehen, euer iPhone wird einfach neu gestartet, ohne auf die Daten zuzugreifen. Falls ihr genaueres über den Hard Reset erfahren wollt, klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Link zu unserem Video vom Hard Reset. Meist sollte dies eigentlich schon das Problem beheben. Falls dies aber nicht der Fall sein sollte, könnt ihr es als zweites mit dem Bluetooth ausprobieren. Denn falls ihr euer iPhone ab und zu mit einem Bluetooth-Gerät verbindet, kann sein, dass das iPhone denkt, dass ihr noch mit dem Gerät verbunden seid und vielleicht auf dessen Tastatur zugreifen wollt. Um euch sicher von allen Geräten abzumelden, swipet einfach das Kontrollcenter hoch und klickt auf den Bluetooth-Button. Habt ihr das Bluetooth deaktiviert, habt ihr auf jeden Fall jede Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten aufgehoben und falls das Problem jetzt noch auftritt, kommt leider nur noch Schritt 3 in Frage. Ihr müsst euer iPhone neu wiederherstellen. Dies könnt ihr zum Beispiel tun, indem ihr euer iPhone mit dem Computer oder Mac verbindet, auf iTunes geht und auf iPhone wiederherstellen klickt. Achtet dabei, dass ihr vorher ein Backup gemacht habt, dass keine Daten verloren gehen. Falls ihr euch über weitere Wege informieren wollt, wie ihr ein iPhone zurücksetzen wollt, klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Artikel dazu von uns und auch ein Video. Wir hoffen, diese Schritte konnten euer Problem beheben. Und natürlich hoffen wir nicht, dass ihr zu Schritt 3 kommen müsst. Natürlich ist bei uns die Frage, welche Tastatur verwendet ihr? Verwendet ihr eine Drittanbieter-Tastatur oder seid ihr doch noch auf der Standard-Tastatur von iOS? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr einfach diesen Channel abonnieren oder auf unsere Website gehen, iphone-tricks.de oder euch auch da unsere App downloaden. Dort findet ihr alle News, Informationen und Updates rund ums iPhone. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!